Ja, also ich habe in einem Interview gelesen, der Herr der Ringe schon, Fantasy gar nicht immer. Ja, also es ist nicht so, dass ich totaler Fantasy-Fan bin. Also Herr der Ringe ist wirklich der einzige reine Fantasy-Roman, den ich halt an sich sehr gut finde. Ansonsten mag ich immer nicht dieses Schicksalsgegebene und dass du irgendwie auf die Welt kommst und weißt schon, wie du als alter Mann sterben musst und kannst das nicht machen. Ich bin da mehr so der Mensch und Freund von Zufall. Das war jetzt philosophisch. Außerdem mag ich keine Elben. Die sind arrogante, eingebildete, gut aussehende Wesen. Und haben spitze Ohren. Und Vulkanier haben spitze Ohren. Und Vulkanier sind nicht schwul wie die Elben. Das ist einfach diese Vulkanetten da in. Ach. So. Vielleicht kann Manuel kurz eine Lanze noch für die vielleicht ein, zwei Fantasy-Leser. Nein, ich bin wirklich Fantasy-Fan. Ich finde es einfach toll, in solche Welten abzutauchen. Eben natürlich vor allem Herr der Ringe, Mittelerde und so weiter. Deswegen habe ich das auch sehr genossen, diesen Hobbit-Film zu gucken. Also ich spreche natürlich von dem Film, weil geht alle in den Film, guckt ihn euch an, das ist ein Film. Und aber auch das Buch ist richtig gut. Ich finde es einfach schön, Zauberer, solche Wesen, Trolle, Orks und so weiter. Ich finde das super. Also ich verliere mich da gerne so ein bisschen in diesen Welten und macht einfach Spaß. Und Elbenfrauen? Was, Elbenfrauen? Ja. Elbenfrauen, ja. Sind okay. Ich bin ein großer Freund von eben Bilbo, der ja von den Tux, der zur, wie heißt das, Familie der Tux gehört? Oder genau, zur Familie der Tux gehört, die eigentlich total konservativ in ihren Höhlen leben wollen und mit der Welt nichts zu tun haben. Aber es gibt dann so kurze Momente, wo sie sich dann entscheiden, doch vor die Tür zu gehen und einem Abenteuer zu folgen, was dann ihr komplettes Leben verändert. Und das ist, finde ich, ist so ein Lebensmotto, das ich selber gut finde, dass man, ja, das ist schon gemütlich, wenn man zu Hause ist und dann hat man auch seine Mikrowelle. Aber wenn es dann mal so, ja, man fängt, ich habe auch ein Studium angefangen, aber es gibt dann so einen Moment im Leben, wo ich dann gesagt habe, ich lasse es. Und in diesen kleinen Momenten diese Entscheidung zu treffen, die das Leben halt anders machen, das finde ich halt irgendwie geil. Einen schönen guten Morgen. Wie meinen Sie das? Wünschen Sie mir einen guten Morgen oder meinen Sie, dass es ein schöner Morgen ist, egal was wir wünschen? Oder dass Sie an diesem Morgen alles schön und gut finden oder dass man an diesem Morgen gut oder schön sein muss? Alles zugleich. Und außerdem genau die richtige Zeit, um vor der Tür eine Pfeife zu rauchen. Wenn Sie eine Pfeife dabei haben, setzen Sie sich doch her und stopfen Sie sich eine mit meinem Tabak. Wir haben keine Eile, der ganze Tag liegt noch vor uns. Ja, sehr nett, aber heute Morgen habe ich keine Zeit, Rauchringe zu blasen. Ich stecke in den Vorbereitungen für ein Abenteuer und suche jemanden, der noch mitmacht. Es ist sehr schwer, jemanden zu finden. Kann ich mir denken. Hier in der Gegend. Wir sind alles einfache, ruhige Leute und haben für Abenteuer nichts übrig. Dabei hat man nur Ärger und Scherereien. Man kommt nicht mal mehr rechtzeitig zum Essen. Ich verstehe nicht, was man daran finden kann. Guten Morgen. Für Abenteuer haben wir hier keine Verwendung. Nein, danke. Versuchen Sie es doch mal hinter dem Bühl oder drüben jenseits der Wässer. Was Sie mit einem guten Morgen alles sagen können. Jetzt bedeutet es, dass Sie mich loswerden wollen und dass der Morgen erst gut werden kann, wenn ich fort bin. Aber nicht doch. Keineswegs, mein werter Herr. Ach, ich weiß gar nicht, wie war doch Ihr Name? Ja, mein werter Herr. Aber Ihren Namen weiß ich, Herr Bilbo Beutlin. Und Sie kennen meinen Namen auch. Sie wissen nur nicht, dass er zu mir gehört. Ich bin Gandalf. Gandalf bin ich. Dass ich das noch erleben muss. Belladonna Tux Sohn will mich mit einem guten Morgen abwimmeln, wie einen Hausierer, der Knöpfe verkauft. Gandalf. Gandalf. Ja, Gandalf. Du liebe Güte. Doch nicht der Wanderzauberer, von dem der alte Tuck die magischen Manschettenknöpfe aus Diamant bekommen hat, die sich von selbst einhakten und nur auf Befehl wieder aufgingen. Doch nicht der alte Knabe, der an den Festtagen immer so wundervolle Geschichten erzählt hat. Von Drachen, Orks, Riesen, von geretteten Prinzessinnen und vom unverhofften Glück armer Witwensöhne. Ach, und der immer so ein unglaubliches Feuerwerk gemacht hat, das weiß ich noch. Der alte Tuck ließ immer zur Sommersonnenwende eines abbrennen. Ha, herrlich, das stieg auf wie große Lilien von Feuer, wie Löwenmaul und Goldregen und hing den ganzen Abend am Himmel. Du lieber Himmel,
doch nicht der Gandalf, der schuld war, dass so viele ganz vernünftige Jungen und Mädchen ins Blaue hinein auf verrückte Abenteuer auszogen, angefangen beim Herumklettern auf Bäumen bis hin zu Besuchen bei den Elben oder Seereisen zu fremden Küsten? Mein lieber Mann, das war schon ein ganz inter... Ich meine, Sie haben dann und wann hier in der Gegend allerhand Staub aufgewirbelt. Ich bitte um Verzeihung, aber ich hatte keine Ahnung, dass Sie immer noch im Geschäft sind. Wo sollte ich sonst sein? Trotzdem, es freut mich, dass Sie mich noch nicht ganz vergessen haben. Meine Feuerwerke wenigstens scheinen Ihnen in guter Erinnerung geblieben zu sein. Und das lässt ein wenig hoffen. Und um Ihres seligen Großvaters Tuck und der armen Belladonna willen, gewähre ich Ihnen, was Sie erbeten haben. Verzeihen Sie, ich habe doch nichts erbeten? Doch, eben schon zum zweiten Mal. Meine Verzeihung, die haben Sie. Ich will sogar noch weitergehen und Sie auf dieses Abenteuer mitnehmen. Es wird sehr lustig für mich und sehr gut für Sie und einträglich auch, sehr wahrscheinlich. Also, wenn Sie überleben...